aussieht dabei. Wir diskutieren auch darüber, ob wir das Schaben und andere Prozessteile mit überwachen, was man im Grunde genommen alles noch mitgeliefert bekäme dabei. Das ist ein Bild vom Schweißen. In diesem Fall schweißt ein Werker manuell Wickschweißen dabei. Und auch hier haben wir solche Spuren mit bestimmten Frequenzen, die aus dem Schweißaggregat herauskommen. Und diese Schwankungen in der Intensität rühren daher, dass der das von Hand natürlich nicht so ganz gleichmäßig machen kann an der Stelle. Was aber besonders interessant ist, hier am Ende, nachdem er aufgehört hat zu schweißen, warten wir ein paar Sekunden und wir bekommen dann wieder solche Querschlägersignale dabei. Und wenn wir die etwas vergrößern, dann sehen wir darin, stecken wieder Signale, wie wir die am Anfang auch gesehen haben. Beim Durchbiegen einer Getriebewelle tritt auch so ein Signal auf. Das ist einfach ein Riss. Das ist ein starker Impuls, der durch das Material läuft. Also ein Riss aufgrund von Spannung. In diesem Fall nicht Biegespannung, sondern Temperaturspannung. Das Material kühlt ab, knackt dabei und bekommt eben Risse. Und wenn man hier hinguckt, sieht man hier auch schon so kleinere unterwegs, so kleine Querschläger. Das sind Mikrorisse, die während des Schweißens selber auftreten können und passieren können. Die sind aber unkritisch, hoffentlich unkritisch. In der Serienfertigung würde man sich das genauer angucken. Da hätte man ja die Möglichkeit, den Prozess so weit zu optimieren, ja, dass man eine optimale Schweiß- oder Prozessvorgang bekommt. Beim manuellen Schweißen ist es sicher schwieriger. Aber auch hier kann man sich vorstellen, wir diskutieren das auch mit Interessenten, ob man so einen Sensor beim Pipeline-Schweißen in Sibirien mit dranhängt und zuhört, während die Pipeline geschweißt wird. Ja. Man wird sicherlich immer noch Ultraschall prüfen oder eine andere Prüfung machen dazu, aber man weiß schon im selben Moment, die Schweißnaht ist okay. Oder es hat geknackt, ich schweiß nochmal drüber an der Stelle. Sodass man eine Gewähr für eine höhere Dichtigkeit und Zuverlässigkeit bekommt. Das haben wir mit der Schweißlehr- und Versuchsanstalt in Duisburg aufgezeichnet. Ein normaler Max-Schweißprozess mit einem Automaten. Und das Rote, was hier auf dem Bildschirm zu sehen ist, sind die Druckwellen, die aufgrund der Wärmeenergie durchs Schweißen in das im Material unterwegs sind. Und hier wird standardmäßig zum Testen über solche Blechlöcher geschweißt. Die Löcher kann man hier eigentlich ganz gut sehen, Stück für Stück. Wenn ich nochmal umschwenke, sehen wir zwei Löcher vergrößert. Und besonders hier beim zweiten Überschweißen des Loches sieht man, dass die Maschine ein bisschen braucht, bis das wieder schön gleichmäßig ist von der Emission. Ja? Also kämpft um die Regelung. Das zeigt auch, dass wir mit dem Körperschall bei dieser Art der Analyse sofort in der Lage sind, den Schweißprozess zu begleiten und zu beschreiben, zu optimieren und so weiter. Und das Interessante dabei ist, es geht für jeden Schweißprozess. Also bei einem Elektroschweißaggregat würde man ja sowieso den Schweißstrom und die Spannung überwachen und so etwas tun dabei, je nachdem wie gut das eben geht. Das können wir auch und besser und das geht darüber hinaus beim Laserschweißen, das geht beim Gasschweißen, weil wir messen auf der Bauteilseite. Wir hören ja, was ist im Material unterwegs. Das gilt auch beim Härten vorhin. Ich habe Induktionshärten angeführt. Das gilt auch beim Flammhärten oder bei anderen Verfahren. Also immer dann, wenn wir den Sensor irgendwie mit dem Material und dem Bauteil koppeln können, haben wir gute Chancen, das Verfahren zu verbessern. Gasaussetzer. Das hier kommt jetzt aus dem Widerstandsschweißen. Punktschweißen an der Stelle. Das heißt, ein Punkt ist gesetzt worden und man sieht, wir haben das Material wieder auseinandergerissen, um das mal darzustellen. Da ist eben so ein Materialspritzer rausgeflitscht an der Stelle. Wir können hier den Körperschall sehen, der die normale Punktschweißung beschreibt. Also dieses Grundbrummen hier kommt aus dem Schweißen. Hier ist nichts, hier wird geschweißt. Der Punkt wird gesetzt. Und das ist dieser Spritzer, der da rausgeht an der Stelle. Wir schauen jetzt, ob wir Bindefehler, nur halb geschweißte Punkte auch schon detektieren und sehen können. Was wir auf jeden Fall super detektieren können, ist, wenn der Punkt sich anschließend wieder löst. Das heißt, wenn die Schweißung nicht ganz komplett war und wenn es sich wieder ablöst an der Stelle, dann reißt es ab, das sehen wir und hören wir im Grunde genommen sofort. Also würde es darum gehen, den Sensor während des Roboterschweißens von Karosserien oder was auch immer mit zu applizieren, mitzumessen an der Stelle, um den Prozess 100% überwachen zu können, vielleicht an der Roboterhand etc. Das ist ein Beispiel aus dem Laserschweißen. Hier sind zwei Bleche miteinander verschweißt worden. Wir haben die Leistung des Lasers mal hoch und wieder runter geregelt, auf 3 Kilowatt und wieder auf 0 zurückgeführt.